Ja, herzlich willkommen zum wöchentlichen Podcast der HSB Akademie. Und ich habe mir heute den Thomas Krüger wieder eingeladen, der ja schon in den letzten 2 Wochen da war. Du willst einfach nicht gehen, glaube ich, ne? Ja, vielleicht trotzdem für die, die uns vielleicht jetzt ganz neu auch hören, nochmal 2, 3 Worte zu dir, was du machst. Und dann wollen wir uns heute mit dem Thema Online-Recht beschäftigen. Ein ganz spannendes Thema, alles was Recht ist sozusagen oder Recht bleibt oder Recht sein will. Und aber bevor wir da reingehen, Thomas, nochmal vielleicht 2, 3 Worte zu dir. Ja, die meisten kennen mich ja schon oder vielleicht auch noch nicht. Also okay, ich bin in 4 Firmen geschäftsleitend tätig, die sich im Bereich Online-Marketing vorwiegend ansiedeln. Ja, wir machen eigentlich alles, was das Herz begehrt, als Full-Service-Agentur, strategische Konzepte, Umsetzung, Marketing, Markenaufbau. Super, also alles. Applikationen. Das erklärt, glaube ich, auch der Name Full Service, ne? Genau. Also. Also für alle, die es noch nicht verstanden haben, ne? Nochmal ganz kurz erklärt, Full Service. Thema Online-Recht ist eigentlich immer so ein trockenes Thema, ne? Thema, vor dem alle Angst haben, ne? Also was ist so, wenn ich zur Post gehe, habe ich schon eine Abmahnung im Briefkasten liegen oder habe ich noch eine Woche Zeit? Und gerade mit dem Internet bin ich ja weltweit eigentlich für jeden angreifbar. Der sich irgendwie von mir bedroht, diskriminiert, missverstanden fühlt. Und den du erdrückst mit deiner Marktmacht. Ich erdrücke mich selbstverständlich. Ne? Gerade in Botswana ist das immer schwierig, ne? Sich da durchzusetzen. Ja, Internetrecht, wie würdest du das umschreiben, was Internetrecht ist? Ich habe generell recht. Internetrecht, ne, ist natürlich vielschichtig. Das kann man ja, die größten Thematiken sind natürlich dort die Abmahnfallen, das Urheberrecht, was dort die größten Sachen sind, ja, Verbraucherschutzgesetz, unlauterer Wettbewerb, Kennzeichnungspflichten für Werbung, für Webseiten. Das sind so die grundlegenden Themen, die dort das meiste Aufsehen erregen. Ja, wo ich so in Vorbereitung auch auf diesen Podcast gestoßen bin, ist ja auch das gerade mit Domains. Na, ich sagte ja, also wenn ich so ein tolles Thema habe, dann möchte ich mich schon ein bisschen einlesen. Ne? Das ist mir schon recht, wenn ich mich da vorbereite. Ja, Domain ist auch so immer so ein Thema. Das ist gar nicht gesagt. Also wenn ich jetzt ein Domain registriere, das ist am Ende habe ich Pech und irgendwo gibt es eine Firma, die es schon viel länger gibt und die hat mit einmal das Recht an diesem Domain, weil das denen ihr Firmenname ist. Fand ich jetzt auch schon ein bisschen spannend, ne? Ja, also klar, das hat ja einige auch schon relativ viel Geld gekostet. Also es geht ja um das Thema Wortmarken, Bildmarken, beziehungsweise natürlich auch Unternehmen, die gesetzt sind, die schon lange am Markt agieren. Diese drei Sachen betrachtet man ja vorwiegend. Also was kommt der Gestaltung ähnlich? Wovon partizipieren jetzt andere Unternehmen? Also ich hatte es schon gehabt, dass ein Unternehmer von Apple verklagt wurde, weil er ja sein Logo halt auf diesen Apfel sehr ähnlich aufgebaut hatte, hatte dann riesen Probleme. Ich habe schon Automarken erlebt, die komplette Produktionen ändern mussten, weil sich irgendjemand mal einen Namen gesichert hatte, den die ganz witzig fanden, aber eigentlich auch nie geschützt hatten. Und insofern geht es natürlich bei der Domainwahl, was ja natürlich eins der wichtigsten Kriterien mit ist, aus meiner Sicht, genauso wie bei der Logo-Findung, was will ich aussagen, mit einem prägendsten Markenelement, dann natürlich auch dort sicherzustellen, dass nicht irgendwelche Rechte drauf liegen. Das Einfachste ist natürlich mal einfach beim Deutschen Patent- und Markenamt reinzuschauen. Da kann man eine kostenlose Recherche machen und einfach mal schauen, gibt es da eine Wortbelegung, sind da die Branchen belegt, mit welche Ausrichtung, um dann einfach mal eine gewisse Sicherheit zu haben. Dann aber wenn ich jetzt in einer anderen Branche bin, also sag mal, ich mache jetzt hier die, also mein Name ist, Nachname ist ja Erbe, ne? Also ich sage immer, wenn einer stirbt, man kriegt Geld. Und es ist ja so, wenn ich jetzt sage, okay, ich würde jetzt erbe.de nehmen und würde damit, was weiß ich, ein Tassenhersteller, der wunderschöne Porzellantassen macht, der auch Erbe heißt, der würde mich dann verklagen. Und ich bin aber in einem ganz anderen Bereich tätig. Gibt es auch diese Trennung, dass dann die Gerichte vielleicht sagen, okay, der ist in dem Bereich tätig, der darf das Domain auch nutzen, weil der vollkommen anders ist? Oder geht es wirklich jetzt nur um den Namen, dass man sagt, nein, also da gibt es schon einen. Der hat den Namen, die Firma gibt es seit 375 Jahren und da geht es jetzt nicht ran an den Namen. Ne? Also das musst du jetzt zurückgeben.
Also generell muss man das ein bisschen differenzierter betrachten. Da gibt es auch verschiedene Rechtsprechungen zu dem Thema. Also wenn ich jetzt einen Namen habe wie Erbe, ne, wenn du mal schaust, Ah, schaust Lützen, die Stadt Lützen hat nicht die Domain Lützen, die hat eine Person, die mit dem, die den Namen Lützen hat. okay. Die kann man den nicht wegnehmen. Thüringen, ne, hat Gibt einen, jemand, der Thüringen heißt? gibt einen, der Thüringen Der heißt, Arme. Nee. die Domain hat auch jemand anders, also der hat nicht Thüringen, das Okay. Bundesland, ne, komme ich jetzt, bin ich gerade durchgefahren gestern, aber komme ich jetzt nicht, wie die genau heißen. Also die haben natürlich dann andere Bezeichnungen insofern. Also wer den Namen schon hat, also wenn du mit deinem Erbe natürlich schon Ja, gut ne? Geld eingenommen hast, Ohne Ende, aber es muss dann immer einer sterben. Das ist auch traurig. ja, ich weiß, aber mittlerweile hast du es ja. Ja, ich habe es emotional überstanden. Ja, Aber generell jetzt muss man auch differenzieren. Also wenn es jetzt um Namen geht, einen Eigennamen, also einen Personennamen, dann kann man das nicht wegnehmen. ach Also so. wenn ich der Erste bin, dann bin ich halt der Erste. Okay, So, dann haben die anderen Pech wenn gehabt. es natürlich um Fantasienamen geht und ich sage, was weiß ich jetzt, Siemens.de finde ich jetzt lustig, das ist noch nicht registriert. Die haben jetzt nur Siemens.com registriert, weil sie einfach geschlafen haben. Und ich finde es jetzt total spannend, Siemens.de und dort meine PlayStation-Seite drauf zu machen. Dann wird natürlich nicht lange dauern, bis dort jemand klopft und nicht ganz lieb mich ermahnt, das ganz schnell zu unterlassen. Dort auch mal schnell mit sehr viel Geld drohen wird, weil natürlich dort klar der Bestand der alten Firma ein Thema ist. Wobei, letztens habe ich gelesen, da war Google, da hatte sich ein Student hier, Google, ich weiß nicht, ob es .com war oder .net oder wie auch immer, hat gesehen, dass das freigegeben war und hat das schnell registriert und hat dann an Google geschrieben und hat dafür 25.000 Dollar gekriegt. Ne? Also die haben es ihm dann quasi wieder abgekauft, das haben sich nicht in Rechtsstreit gemacht, aber Ja, ich glaube, die haben wahrscheinlich dann sind auch nicht beim alle so Kaffee mal anscheinend. herzlich gelacht und haben das bezahlt. Bei Ja, andere würden sich es da schon war drüber Werbung streiten. auch wahrscheinlich, ne, am Ende. Andere würden sich streiten. Also es Ja. gab ja auch schon Geschichten, wo jemand eBay angemeldet hat und gesagt hat, das ist meine Domain. Und ein Mitarbeiter, der wahrscheinlich schnell nach Hause wollte, hat dann gesagt, okay, übertrag und hat dann eBay mal übertragen. Und du kannst dir ja vorstellen, was dann los war. Der Das war dann. Mitarbeiter möchte ich nicht sein, glaube ich. Ne? Das war dann nicht mehr ganz so witzig den nächsten Tag. Also das ist natürlich dann ein richtig massiver Verlust. Und also wir sind ja zum Beispiel Registrar und wenn wir jetzt einen Fehler machen bei Domainnamen, ne, Okay. wenn wir dort einfach zum Beispiel einen Fehler machen und das ist, wir haben ja über 1000 Domains, also es ist schon vorgekommen, dass dort, also nicht von unserer Seite, dass der Kunde dort Quatsch gemacht hat. Wir sind mit 50.000 in der Haftung drin, ne, weil Okay. das einfach ein Riesenthema ist, wenn ich jetzt die Domain dem falschen Namen zuordnen. Okay. Was mir auch so immer bei Online-Recht oder Internetrecht ja, immer so mitschwingt, ist ja, wo ist denn eigentlich jetzt das gerichtsmäßig angeordnet? Also wenn mich jetzt jemand aus, was weiß ich, aus Kanada verklagt, ne, und sagt hier, hallo, das, was du da gemacht hast, ist, das finde ich jetzt nicht so toll. Muss ich dann vors kanadische Gericht oder bin ich Ist auch jetzt hier schön. im Unternehmen? Ja, klar, Kanada ist immer eine Reise wert, aber ist ja auch teuer, ne? Muss ich, geht es Du dann hast doch eher nach Ärger, dem Sitz, ne? wo ich jetzt Wenn du das Geld. mein Geschäftssitz habe? Es Ja, ich wohl. kann Holz hacken gehen in Kanada, das stimmt. Und Lachs fischen, glaube ich. Siehst du? Genau. Nee, man muss immer unterscheiden. Erstmal generell die Unterscheidung, ist man Endkunde oder ist Okay. man Geschäftskunde? Ja, das ist erstmal die Entscheidung. Bei Endkunden gilt natürlich generell das Land, wo der Verbraucher auch ansässig ist und wo er auch die Handlung ausgeführt hat, zum Okay. Beispiel in dem Shop dort irgendwas bestellt, dann gilt halt das Gesetz des Verbrauchers, was in dem Land dort quasi gilt. Das ist auch gerade die große Diskussion mit Facebook und Datenschutz und dergleichen, wo man dann jetzt überlegt quasi Google seinen Datenbestand nach Irland verlegt hat, um einfach dort Gesetzmäßigkeiten aus dem Weg zu Warte mal, gehen. da würde ich mal reinhaken, wenn ich an Facebook denke, gerade bei Urheberrecht hast du am Anfang hier mit so reingeworfen in den Pool des Wissens. Und ich sehe ja immer ganz viele Dinge, die auch geteilt werden, geliked werden oder auch die reingestellt werden, wo ich sage, okay, das gehört ja bestimmt vom Bildrecht jemandem anders. Ne? Das ist ein großes Thema, war ja auch eine Zeit lang von Abmahnwellen betroffen, ähnlich diesen ganzen Musikgeschichten. Das natürlich, man liest es ja auch nicht, jedes bei Facebook und alle sind auch dabei und jeder nutzt irgendwelche Inhalte, teilt die Inhalte. Aber was man natürlich nicht weiß, was man über seinen Account tut,
Dafür ist man auch als Endkunde verantwortlich, ne? Also könnte ich theoretisch auch verklagt werden. Also wenn ich jetzt sehe, zum Klar. Beispiel, da hat jemand auf seiner Facebook-Seite ein tolles Bild, jetzt ein Maler, ne? Das ist ja immer so, Genau. oder ein Fotograf, die sind ja besonders hinterher, was das betrifft. Genau. Und denke mir, Mensch, das ist ein tolles Bild, das teilst du jetzt mal auf deine Seite, Genau. dann kann es richtig Ärger geben. Ich dachte Klar. immer, das ist okay, so Nein, nach weil dem ich Motto. als Uploader, also der die Grafik hochlädt oder das Bild oder was auch immer, gebe die Rechte an das Netzwerk weiter. Okay. Also das ist dann auch so Teil der Vereinbarung, die man dann akzeptiert, wenn man sich anmeldet und sagt, okay, ist ja auch verständlich. Das Netzwerk will ja nicht sagen, ich will jetzt für alle Bildrechte Naja, verantwortlich sein auf dieser Welt, sondern die das sagen, okay, die ist Nutzer, logisch, die das ja. hochladen, müssen schon wissen, was sie tun. Ja. Wenn sie Rechte Dritter verletzen, kann das uns nicht angehen. Aber die können dann theoretisch die anderen verklagen, ne? Ich meine, wenn ich jetzt Fotograf wäre, würde ich ja theoretisch meine Seite fluten mit Bildern und dann mal schauen, wer tut denn das alles teilen. Da sehe ich ja, wo es geteilt wurde. Und wenn es eine Firma ist, dann macht es noch mehr Spaß. Genau, also das ist ja Okay. auch gängige Gangart, dass das viele so machen, dass man sagt, hey, klasse, wie finanziere ich meinen nächsten Urlaub? Entweder mit einer Abmahnung oder mit einem Urheberrechtsstreit, indem man zum Beispiel viel Bildmaterial bereitstellt und dann auch relativ einfach ja, kopieren lässt, sage ich mal so. Da gibt es auch böse Beispiele, die ich jetzt gar nicht nennen will, wo das genauso praktiziert wird, weil man andere Geschäftsmodelle halt verloren gegangen sind. Okay. Ja, oder Fotografen, die halt irgendwo nicht mehr so richtig zur Schule kommen, die fangen dann an, 20 Jahre nachdem sie ihre Bilder an sämtlichen kostenfreien Netzwerken eingestellt haben und sich mittlerweile die Nutzungsbedingungen geändert haben zur Bilddarstellung, dann plötzlich diese aktuellen Nutzungsbedingungen aufzurufen, um dort einen Rechtsstreit zu gehen. Und das für viele natürlich dann erschlagen, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Also, ich muss sagen, ist ja auch immer schwierig zu prüfen. Ich habe letztens auch gesehen, da war ein berühmtes Bild von einem Maler. Und dieses Bild, der ist auch schon 200 Jahre tot, ne? Also, da gab es schon Erbe. Erben. Und da war trotzdem ein Bildrecht drauf. Also, das hat mich ja völlig verwundert. Also, dass auch für klassische Bilder es Bildrechte gibt von irgendeinem Museum, was das Und klar, bei sich hatte. die Rechte werden dann Ne? weitervererbt, die werden dann lizenziert und das Also ist. muss man da ein bisschen aufpassen, ja? Also sonst kann Also ich nicht generell sagen. als Privatperson wird das alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber als Unternehmen ist es ein Riesenthema. Also Ne? für die, die jetzt Unternehmens-Facebook-Seiten haben zum Beispiel, die sollten aufpassen und am besten nicht irgendwas auf die eigene Seite teilen, wo sie jetzt kein Bildrecht dran haben. Genau, Okay. hundertprozentig. Was ist ja auch so ein wichtiger Punkt ist immer bei dem Shop-System mit Daten. Ne? Also Datenschutz ist ja sowieso ein Riesenthema. Ne? Ich habe immer das Gefühl, Datenschutz ist so ein Thema, das tragen alle mit einem Transparent vor sich her. Ne? Wir wollen Datenschutz. Und wenn Deutschland du mal sowieso, ne? dahinter schaust, was wird eigentlich dann, wenn jetzt jemand gegen den Datenschutz verstößt, was gibt es da für Regressformen, dann bin ich immer völlig erschrocken, dass eigentlich immer eigentlich nie was passiert. Ne? Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns ja auch das mal kurz beleuchten. Wie ist das eigentlich mit Kundendaten, wenn ich jetzt einen Shop habe? Ne? Ich gebe jetzt, ich bestelle was, ne? Was weiß ich hier, Zahnseide im Kilopack und gebe meine Daten an den Kunden weiter. Wie lange darf denn der die eigentlich speichern? Oder muss er die wieder löschen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier gekauft und mit der Kaufvorgang ist eigentlich abgeschlossen. Also eigentlich ist ja aus dem Sinn des Bundesdatenschutzgesetzes, wo ja drin steht, wenn ich darf Daten erheben, wenn es für den Sinn und Zweck der Tätigkeit es erforderlich ist, aber wenn es abgeschlossen ist, muss es auch wieder gelöscht werden. Sind die Kunden eigentlich verpflichtet, dann die Daten auch wieder zu löschen? Die Kunden. Die Firmen, Entschuldigung. Also generell ist das ein großes Thema, zum Beispiel bei Facebook, da gibt es also eine Nachlassverwaltung mittlerweile, wo man jetzt dann auch genau dieses Thema der Daten des ehemaligen Accounts, man kam ja früher nicht mehr an die Daten ran, wenn dieses Passwort weg war, jetzt kann man einen benennen, der dann entsprechend den Nachlass verwaltete oder sich da zu bewerben, sagen wir mal so, um dann auch Daten löschen zu können. Mein Shop-System ist in der Regel so, dass man nach einer gewissen Inaktivität von mehreren Jahren, also maximal 10 Jahren, dann auch die Daten löscht. So eine richtig klare Vorgabe gibt es meines Wissens dahingehend nicht. Bin ich jetzt nicht ganz firm, da müsste man einen Anwalt fragen. Aber generell sind die Daten jetzt für jeden Shop-Betreiber A in der Form der Erhebung zu sichern, der Übertragung zu sichern, der Aufbewahrung zu sichern. Und sobald Daten Dritten zugänglich werden über dieses System, ist er natürlich immer in der Verantwortung. Das ist ja das große Thema des Datenschutzes. Natürlich wird Datenschutz natürlich ja, mehr benannt, als was wirklich gelebt wird, weil es auch nicht in jeder Einzelheit wirklich so umsetzbar ist vom technischen. Datenschutz muss ja auch nur insofern auch unternehmensintern gelebt werden, soweit es auch den wirtschaftlichen und also
gewisse Rahmenbedingungen nicht sprengen. Ja, der Punkt wirklich, der Kern war ja wirklich zu sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwo was kaufe ohne Registrierung, geht ja auch, ne? Ich kann ja, wenn ich über Genau. PayPal bezahle oder über andere Bezahlsysteme, Dann dürfte es. dann werde ich ja eigentlich, mache ich das ohne Registrierung. Bei Registrierung ist es mir klar, da habe ich mich quasi bei dem Kunden angemeldet und ihm gebeten, meine Daten zu behalten, damit ich mal wieder bestellen kann. Genau. Aber wenn ich es jetzt ohne Registrierung mache, müsste er ja theoretisch meine Daten wieder löschen. Ich Da meine, wir müssen die werden es jetzt hier nicht Daten. aufklären können, Ja, aber sicherlich ein Thema, wo denn. vielleicht auch der ein oder andere mal gerne auf unserer Facebook-Seite was dazu schreiben kann Genau. und das einfach mal mitteilen kann, was er vielleicht dafür für Erfahrungen hat. Aber das ist was, da müsste man mal nachgehen, ne? Weil die meisten Firmen werden bestimmt die Daten behalten, ne? Die werden die nicht wieder löschen. Naja, gut, es gibt gute und schlechte Beispiele. Generell redet man dann so von einem temporären Warenkorb, der dann man gibt dann den Kunden meistens nochmal die Möglichkeit zu sagen, hey, lieber Kunde, du kriegst nochmal einen Gutschein, melde dich doch jetzt richtig bei uns an. Wenn du das nicht innerhalb von XY Tagen tust, werden deine Daten darauf gelöscht. Das ist Ja, eigentlich gut, der ja. richtige Werdegang. Gut. Ja, gut, Sie können höchstens sagen, es hat einen fiskalischen Grund, ne? Also, es ist ja irgendwo ein Rechtsschutz zustande gekommen, müssen sowieso 10 Jahre aufheben, falls das Finanzamt mal um die Ecke biegt und einfach mal fragt: Hallo, wie war das damals? Klar, aber Aber in ansonsten dem eigentlich Sinne müsste es gelöscht werden, ne? müssen die Müsste Daten man dann auch wieder nochmal raus, weil nachprüfen. deswegen ist ja der Gastzugang Ja, da. ja. Ne? Also es wird dann halt nur im Rahmen der Übertragung, Sicherstellung der Bestellung, des Auftrags, darf das nur gesichert werden. Und wie gesagt, da gibt es von meisten Firmen nochmal Erinnerungen, ob jetzt die Daten. Aber schlechtes Beispiel ist ja zum Beispiel PayPal, wenn du dort mal dich irgendwann angemeldet hast und dann irgendwann sagst du Schluss oder bei Sky, nee, nee, Skype, ja, Dropbox ist es auch so. Ja, da kann man irgendwann mal angemeldet sein und löscht dann alles und löschen, löschen, löschen. Und irgendwann sagt man, naja, ich bin jetzt nicht so überzeugt von der Philosophie des Unternehmens, ich brauche das jetzt aber trotzdem aus irgendeinem Grund, melde mich wieder an. Sind sofort die Daten wieder da. Es durfte gar nicht sein, nach mehreren Jahren bei PayPal. Ja, das war letztens ein großer Artikel drin hier. Da hat so einer, ein Journalist geschrieben, der sich bei Xing abgemeldet hat, ne? Also der es versucht hat. Ja, er ist gescheitert. Er hat es versucht, er hat trotzdem immer wieder Kontaktvorschläge bekommen. Ist doch schön. gut, ne? Jetzt hat. Einmal gefangen, immer gefangen. Aber ich glaube, das ist halt heute, das ist der Preis, den man für die Digitalisierung bezahlt, weil natürlich die Verwaltung von Daten einfach wird. Ne? Und rechtlich dem nachzukommen natürlich ungeheuer schwierig ist. Ja, man könnte dann sicherlich verklagen, aber da braucht man auch wieder Geld dazu und muss irgendwie einen Anwalt beschäftigen. Das ist ja auch nicht für umsonst. Den Nachweis zu führen ist natürlich auch immer Und den schwierig. Nachweis auch nur zu führen. Und dann sind das ja auch meistens große Firmen, die das machen. Das ist sicherlich dann auch etwas kompliziert. Ja, Thomas, ich danke dir, dass wir hier so mal reinschauen konnten in das Thema Internetrecht Gerne. und das mal diskutieren konnten. Danke, dass du hier warst. Und ja, unser Podcast in der nächsten Woche, da geht es um das Thema AdWords, auch ungeheuer spannendes Thema. Und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns vielleicht dann auch wieder und wünsche einen wunderschönen Tag noch und ja, auf bald, bis nächste Woche. Ciao. Bis bald.